Schwestern, Brüder, in dem Evangelium haben wir etwas gehört von dieser schönen Liebesbeziehung zwischen dem Herrn Jesus und seinem Vorläufer Johannes. Ja, sie sagen ihm, der, den du getauft hast, der geht jetzt dort hin und alle rennen zu ihm. Und er sagt, ja, es ist schön, dass sie zu ihm gehen. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam, und der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Er freut sich daran, dass er, den er vorausverkündigt hat, dass jetzt alle zu ihm rennen. Er wollte die Leute nicht bei sich haben. Er hat eine uneigennützige Liebe. Es geht ihm nicht um sich selbst. Es geht ihm um die Sache Gottes. Und da freut er sich, weil er eben der Bräutigam ist und das Volk zu ihm geht und er will das Volk ihm zuführen. Eine schöne Freude. Und er sagt, ja, dieser muss wachsen und ich muss kleiner werden. In der Welt ist es ja umgekehrt. Da wollen die Leute meistens wachsen, groß sein, aufstrecken und die anderen runter machen. Bei Gott ist es ganz anders. Und die, die die Freunde Gottes sind, die sind eben auch so in dieser schönen Liebe hineingezogen. Und sie lieben aus dem Herrn mit dieser schönen Liebe Gottes. Ja, er muss wachsen, ich darf abnehmen. Er hat seinen Lauf langsam vollendet, er wird dann ins Gefängnis kommen und der andere geht seinen Lauf. Aus dem Schoß des Vaters ist er gekommen, der Sohn von Urewigkeit geboren, aus dem Schoß des Vaters von Urewigkeit gezeugt, geboren dann in dieser Welt, in der Zeit. Wir haben es an Weihnachten gefeiert, wir haben auch schon die Krippe aufgestellt, dieses Geheimnis Gottes, dass der Sohn Gottes aus dem Schoße des Vaters kommend Mensch wird. Der Vater in seiner großen Liebe schenkt uns seinen Sohn, den er bei sich hatte seit Urewigkeit in seinem Schoß von Ewigkeit her gezeugt. Ja, Weihnachten, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Gott nimmt sich seines Volkes an. Gott, der Vater, schenkt seinen Sohn, sendet seinen Sohn in diese Welt hinein, die durch den Sohn und auf ihn hin geschaffen ist, um diese ganze Welt zu umgreifen und in ihm dann zurückzuführen, hinaufzunehmen zum Vater. Und der Sohn gibt sich ganz in seine Sendung hinein. Es ist sein größtes Bedürfnis, die Sendung des Vaters wahrzunehmen und zu erfüllen. Und der Vater gibt sein Liebstes für uns. Aus seinem Schoß kommt der Sohn zu uns. Und der Vater gibt uns noch mit seinem Sohn zusammen noch die Mutter, Maria. Auch sie kommt aus dem Schoß des Vaters, nicht als gezeugt von Urewigkeit, sondern als geschaffene Frau, aber der schönste Mensch, ganz rein, ganz schön, ganz makellos. Aus dem Schoß des Vaters kommt sie für die Menschen von Gott uns gegeben. Ja, in Gott, da ist ja Vaterschaft und Mutterschaft, das Väterliche und das Mütterliche. Alles beinhaltet Gott, der ja auch Vater und Mutter, der Mann und Frau erschaffen hat. Alles hat er aus sich erschaffen, in sich. Und das ist alles in ihm enthalten, was er geschaffen hat. Die ganze sichtbare Schöpfung ist alles aus Gott und in ihm drin ist es das Werk Gottes, das der Sohn Gottes zu ihm heimführt. Ja, Maria, die auch aus dem Schoß des Vaters kommt, ist sozusagen der verlängerte Arm Gottes, die verlängerte Hand. Gott will, der Vater will in ihr aus seiner mütterlichen Seite zeigen. Ja, ich bin Vater für euch alle, aber ich bin auch Mutter. Auch in dem Alten Testament steht es, Gott ist Vater und Mutter zugleich. Das Weibliche, das zeigt Gott, der Vater,
sein eigenes Weibliche zeigte uns in Maria und durch Maria. Sie ist sozusagen das fleischgewordene Weibliche an Gott. Wie gesagt, nicht gezeugt, sondern geschaffen. Wir verehren sie nicht als Göttin, aber als das schönste von Gott geschaffene Geschöpf, das uns gegeben ist, und zwar als Mutter. Mutter sein. Ja, was wäre der Mensch, hätte er keine Mutter? Er wäre gar nicht da. Kommen alle aus dem Mutterschoß. Wir sind alle von Gott gegeben. Durch unsere Mutter, durch unseren Vater sind wir diese Welt gegeben, hineingekommen in dieser Welt. Wir haben eine Mutter und Gott sei Dank haben wir eine Mutter. Und das Kind, das eine gute Mutter hat, das darf sich wirklich freuen. Und wer eine nicht so ganz gute Mutter gehabt hat, weil sie vielleicht auch viele Mängel gehabt hat und Mängel erlitten hat, der hat eben auch noch die andere Mutter, Maria, die das alles ersetzt und auffüllt, was von der eigenen Mutter vielleicht nicht gekommen ist oder nicht kommen konnte. Die Wichtigkeit des Mutterseins. Ja, Maria ist die Mutter der Kirche. Als solche verehren wir sie. Ja. Die Mutter Gottes, Mutter Jesu, Mutter der Kirche und Mutter von uns allen. Und jeder und jede darf sie Mutter nennen. Sie ist die große Fürbitterin, die große Hilfe, der große Trost der Christenheit. Sie ist die Mittlerin aller Gnade, vom Vater uns geschenkt, dass durch Maria die ganze väterliche und mütterliche Liebe Gottes sichtbar wird und hineinkommt in seine ganze Schöpfung, dass er die ganze Schöpfung mit väterlicher und mütterlicher Liebe umgreifen kann, um sie zu heilen, zu erlösen, zu befreien und zu ihm zurückzuführen. Denn Gott will seine Kinder bei sich haben. Und wir dürfen etwas mitwirken. Auch wir Priester sind auch etwas Mütter. Wir haben hoffentlich auch das Mütterliche in uns. Das gehört zusammen, das Väterliche und das Mütterliche. Und dieses väterliche und mütterliche Sein, das darf eigentlich jeder Mensch in sich etwas tragen. Und Gott hat uns ja Maria, die Mutter, gegeben als unsere Mutter. Und in ihr dürfen wir Kinder sein und in ihr dürfen wir ganz in Gott sein. Jesus sagt in dem Evangelium, der den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also, wir alle sind Mütter Jesu. Ihr alle seid Mütter Jesu, wenn ihr den Willen Gottes tut. Und dafür sind wir gekommen. Ihr wollt den Willen Gottes tun. Ihr habt den guten Willen dazu. Manchmal ist es etwas schwierig, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Aber Maria, die Mutter, hilft uns, dass wir so ganz hineinwachsen können, dass wir ganz den Willen Gottes erfüllen können, wie sie ihn erfüllt hat. Sie schenkt uns die Hilfe dazu. Sie ist die große Mutter, die Gnadenvermittlerin, Mutter und Mittlerin aller Gnaden. Ja, wir dürfen ihre Kinder sein, aber dazu bedarf es eben das Kleinwerden. Wie Johannes gesagt hat, ich muss klein werden. Und jeder von uns soll klein werden, damit er Maria wirklich als seine Mutter erkennen kann. Die großen, hochgestochenen Menschen, auch die großen, hochgestochenen Theologen, die wirklich die wahre Theologie erkennen sollten, erkennen meistens nichts von Maria, weil sie eben zu groß sind. Sie selbst zu groß gemacht haben, zu großen Kopf. In den großen Theologen unserer Zeit, da hat Maria kaum einen Platz. Es gibt schon wirklich gute Theologen, die eben das sehen, was Gott durch Maria den Menschen geschenkt hat. Aber für die meisten Theologen unserer Zeit spielt Maria keine Rolle nebensächlich. Dabei ist sie gar keine Nebensache. Gott hat seinen Sohn durch sie der Welt geschenkt und die Mutter ist die große Mittlerin der Gnade. Und da muss es eben, der Mensch muss klein werden,
ein Kind werden. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, ne, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Solange der Mensch groß ist in seinem Denken über sich selbst und nicht klein werden kann, kann er auch Maria, die Mutter, nicht richtig erkennen. Dazu braucht es eben Kleinheit, dazu braucht es Demut, den Mut, klein zu werden. Aber dann wird der Mensch eben groß, von Gott groß gemacht. Wenn wir uns selbst erhöhen, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Aber wer klein sein kann wie ein Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Gott will uns alle groß machen. Deswegen dürfen wir uns klein machen. Nicht unterbuttern lassen in dem Sinn, dass wir jetzt alle weiß nicht was, sondern dass wir unser wahres Sein erkennen als Kinder Gottes. Und dann leben wir in dieser Gotteskindschaft und haben Maria als Mutter, die uns an der Hand führt, durch dieses Leben zu ihrem Sohn hin, damit wir in ihm ganz die Erlösung erhalten, die wir schon erhalten haben, aber dass sie auch ganz in uns einwirkt, in uns greift und dass wir dann schließlich einmal in die volle Erlösung des Himmels eintreten dürfen. Maria ist uns vorausgegangen, sie wurde mit Leib und Seele den Himmel erhoben und sie ist dort als die große Frau, die große Fürbitterin, die Frau von der Sonne umkleidet, der Mond zu ihren Füßen, ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie ist auch abgebildet hier in diesem Altarbild. Ja, Maria, die ganz Kleine, wurde von Gott ganz groß gemacht, weil sie eben so klein sein konnte. Ganz demütige Magd des Herrn gesprochen hat. Fiat, ja, siehe mir, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, was du willst. Denn das ist das Heil des Menschen, dass wir den Willen Gottes erkennen und ihn bejahen und von Tag zu Tag immer mehr annehmen und in dem Willen Gottes leben. Dann vollendet sich unser Leben in der Glorie des Himmels und es bringt schon Frucht hier auf der Erde. Wir sehen es nicht immer, die Früchte, vielleicht erst später oftmals, vielleicht gar nicht. Es gab Heilige, die haben nichts von ihrer Frucht gesehen auf dieser Welt, aber sie sind doch, haben das eine große Ernte eingebracht für das Reich Gottes. Denn bei Gott zählt nicht das, was bei den Menschen groß ist. Gott macht in den kleinen Menschen sein großes Werk, wie er es in Maria getan hat. Ja, wir dürfen Maria als unsere große Mutter annehmen und sie in unser Leben integrieren und das Mütterliche auch in unserem Leben integrieren. Und auch der Mann soll die mütterlichen Züge Gottes und Mariens in sich tragen, damit er eben nicht hart wird, nicht verhärtet, kein Tyrann wird. Und das Weibliche soll jeder Mann in sich erkennen, wie auch die Frau das Männliche in sich erkennen soll. Sie ist auch stark in Gott, ist die Maria, die starke Frau, ne? Ganz Frau und auch ganz stark, mit männlicher Starkheit, ne? Standgehalten unter dem Kreuz, standgehalten, wo die anderen davongerannt sind. Standgehalten, das braucht Mut, das braucht die Männlichkeit. Ne? Die Männlichkeit der Frau, wie eben der Mann eben auch die Fraulichkeit der Frau braucht. Und wenn das in Menschen integriert wird, dann kommt er zu seiner Ganzheit. Dann wird er richtig ganz Mensch. Und das ist etwas Wunderbares, wenn der Mensch ganz Mensch wird, wie der Sohn Gottes ganz Mensch geworden ist und ganz in seinem Vater gelebt hat. Wir ganz als Menschen aus dem Schoß des Vaters gekommen und zum Schoß des Vaters zurückkehren in dieser Integration, in diesem Ausgesöhntsein, in dieser großen, schönen Liebe, wo wir integriert haben, das ganze Leben, das Gott in uns hineingelegt hat, sein väterliches und sein mütterliches Leben und Wirken und Sein. Ja, danken wir dem Herrn für diese wunderbare Gnade, die er uns schenkt alle Tage, gehen wir treu an der Hand der Gottesmutter Maria, ergreifen wir ihre Hand, immer wenn wir den Rosenkranz ergreifen, ergreifen wir auch die Hand Mariens, denn an der anderen Ende des Rosenkranzes, da ist sie. Und wenn wir so mit ihr die Stationen unseres Heiles betrachten, von
der Menschwerdung des Sohnes Gottes in Bethlehem bis zu seinem Verkündigung, bis zu seinem Leiden, Sterben, Auferstehen, Geistsendung. Ja, da kommt die ganze Heilsgeschichte zu uns, kommt sie in uns hinein. Mit Maria wird das Fleisch und Blut. Und dann, wir können aus dieser Heilsgeschichte schöpfen und leben und selbst dann eintreten in das ewige Heil Gottes. Ja, Gott liebt den Menschen unendlich sehr. Alles gegeben, sein Liebstes, sein Sohn und Maria. Alle sind für uns. Alle beten mit uns. Alle wirken mit uns. Alle sind tagtäglich und auch in der Nacht immer bei uns, auch wenn wir es nicht spüren. Es sind immer da. Und zu jeder Zeit können wir zu der Mutter Gottes rufen, dass sie uns immer mehr verbindet mit ihrem Sohn und dass wir durch ihn immer mehr zum Vater finden, immer mehr heil und heiler werden und schließlich dann eintreten dürfen in das Reich der